Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Factorio. Ja, wir standen letztes Mal an dieser Kiste, der da immer schleudernd reinpackt. Das läuft also. Escape. Und bewegen. Und gucken, was brauchen wir denn? Es laufen Eisenplatten auf jeden Fall hier noch genug zusammen, aber wir können mal oben nochmal in die Kiste gucken nach, sind nicht ganz viele mehr geworden. Haben wir auch, glaube ich, zu dem Schluss reingeguckt in der letzten Folge. Wir waren oben und hatten auch zum Ende der Folge Dingens geholt. Wie heißt es? Material. Und der ist schon wieder leer, ne? Jo. Dann können wir da nochmal hochfahren. Jetzt ist nur die Frage. Ja, ich glaube, einmal Kupfer müssen wir auf jeden Fall noch mitbringen, ne? Wir brauchen Kupfer ja definitiv für dieses hier, sag schon. Ist das denn überall voll? Sieht so aus, ne? Kupfer ist einiges drinne. Ach so, guck mal da, wir können das ja mal gerade hier favorisieren. Dass das läuft, ne? Wenn wir das schon hier haben. Wie war das Schiff? Nimmt er die Hälfte? Ne? Ja, dann packt er alles rein, aber jetzt lass es alles drinne. Und bei dem auch. Ja, das war jetzt doof, ne? So muss es sein. Und dann läuft's auch, ne? So, Eisenplatten. Das macht er. Er macht auch das. Die Eisenplatten laufen und es müsste Stahl gemacht werden. Ich glaube, das passiert auch hier, oder? Ja, bei den beiden passiert das. Gut, dann ist das ja auch zugange. Und so wie es aussieht, ist er so fleißig hier am Arbeiten. Da kommt richtig was bei rum. Ja, was macht er? Ihm fehlt der Kupfer. Er hat die, aber er hat kein Kupfer. Ja, Kupfer ist wieder knapp da, ne? Dann müssen wir uns noch um Kupfer kümmern. Ist hier irgendwo Kupfer reingelegt? Irgendwo hatte ich Kupfer reingelegt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach, vielleicht auch in der Kiste? Ne, das doch. In irgendeine Kiste habe ich das mit reingelegt, aber keine Ahnung wo. Okay, da wird noch ordentlich entladen. Ach, da ist auch noch Kupfer drin, ne? Warte mal, da war Kupfer drin, genau. Aber das ist erstmal noch genug. Der lädt auch, entlädt auch noch, da ist nichts mehr drin. Weißt du was, wir fahren noch einmal hoch und holen noch eine Ladung. Kupfer, also ein bisschen Kupfer und sag schon, den Rest Eisen. Obwohl, so viel Eisen brauchen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Gut, wir fahren immer weiter, rückwärts fahren wir im Endeffekt, der ist nicht schnell. So, irgendwann muss die Weiche kommen. Da ist er. Haben wir auch reingeschafft. Und stopp. Oh. Aber wir müssen bis zum Ende fahren, ne? Was sagt das hier? 92 Munition. 92 Munition. Und den oberen kann ich leider nicht reingucken, muss ich ein Stück laufen. Und 89. Okay, die ballern da ein bisschen rum und das geht schon, ne? So. Kurz reingeguckt. Na, viel ist es nicht, was da passiert, ne? Ist denn da nichts drin in den Kisten mehr? Auch nicht. Würde ich mal sagen, machen wir so, ne? Das war jetzt zu wenig. Und passt. Und nee, andersrum. Okay, irgendwo wird wieder angegriffen. Und dann holen wir den Rest Eisen. Und da hinten fehlt sein Strom. Sieht da aus, als ob da gerade auch besonders starker Angriff ist. Okay, der Strom bleibt. Da können wir so stehen bleiben. Ja. Wir steigen aus und da hätten wir vielleicht gar nicht aussteigen brauchen, ne? Aber packen das mal ein. Ist noch ein bisschen mehr Platz. Kriegen wir aus der zweiten Kiste auch noch was. Gut, läuft. Steigen wir wieder ein. So, packt das? Ja, der packt. Läuft. Ist auch gleich voll. Aber guck mal, wir können mehr mitnehmen, wie im Güterwaggon reingeht. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Aber ist halt so.
Gut, der letzte läuft und ist auch voll. So, und tschüss. So, voll schnell sind wir unterwegs. So, da müssen wir schon bremsen. Nee, das war falsch. Enter. Und da ist schon wieder Kohle reingekommen, ne? So ein Shit. Ne? Nee. Ach, ich bin voll, deswegen geht das nicht. Ich wollte das gerade aufheben, aber das ist halt nicht möglich. Ne, Steuerungstaste drücken. Ne, da waren wir gerade. Da nicht. Ausgeladen. Die Kohle ist schon durch, aber die sitzt jetzt da hinten, glaube ich. Ja, oder? Ja, das wird sie wohl wahrscheinlich sein. Komme ich da nicht dran, ne? Ne. Ja. Egal. Haben wir ein bisschen aufgenommen. Gucken wir hier rein, wie viel da drin ist. 32 Stück, das ist schon mal was. Und munitionstechnisch haben wir hier unten noch. Achte mal gerade drin, okay. Das war nicht viel dann. Ja, das eine Band ist schon ziemlich voll, ne? Das hapert wahrscheinlich jetzt an den Kupferteilen, ne? Ist da so viel dran, ne? Ach so, okay. Wo kriegt er das jetzt, ne? Kann er jetzt nicht reinbauen, aber Strom ist weg. Jetzt läuft's wieder. Okay, da wird jetzt gerade Eisen produziert. Kupfer, nicht Eisen. Das ist also funktionstüchtig. Das läuft auch. Okay, da sieht man jetzt nicht unbedingt. Da sind wieder neune drin. Ist dunkel. Ja, einmal ins Auto eingestiegen oder nicht? Machen wir mal, ne? Zwei, eins. Zwei, fünf. Zwei, vier, fünfzig. Ja, okay. Viel hat das jetzt noch nicht gebracht, ne? Jetzt komme ich da am Rad nicht vorbei, ne? Also der nimmt sowieso an, der auch, dann passt das ja. Eisenplatten werden genug produziert. Kommt es vor, als ob wir hier gerade mal ein Dingens anmachen. Ne, können wir auch in dem machen. Ach, da muss ich den Sammler einklicken und nichts anderes, ne? Lass den mal gerade ein bisschen Dingens rausnehmen. Sag schon. Stahlträger. Ja, da kommt jetzt eine ganze Reihe. Abgespeichert hat er gerade. Und jetzt zack, 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 zack. Kann gar nicht so schnell arbeiten, wie da Stahlträger sind, ne? Okay, ein paar sind durchgegangen, ist aber auch nicht schlimm. Dann läuft das Band auch gleich wieder, ne? Denn das ist ja auch so ein Ding gleich. Ach so, im vorderen Bereich, die nimmt er auch noch runter, ja. Gut. Okay. Wir hatten ja vorhin so Stahlträger auch da irgendwo in so einer Dingens für Munition gesteckt, ne? Nur da nimmt er alle mit, die da vorbeikommen. Ja, es entzerrt sich natürlich ein bisschen jetzt dadurch, ne, dass er auch die Stahlträger einräumt.
kriegt er die alle, ne? Der ist richtig flott. Guck mal, wie schnell er unterwegs ist. Gut, das läuft auf jeden Fall. Uns fehlt definitiv hier jetzt das Kupfer, obwohl Kupfer wird auch gerade produziert. Passt schon. Da unten laufen Kupferplatten genauso wie hier oben auch welche laufen, ne, oder? Ja, da kommen auch welche raus. Ja, geht doch. 27 da noch. Na, guck mal, da sind 8 Kupferplatten, die können wir da mit reinschmeißen. Und da gucken wir mal hier gerade rein, der hat nämlich keine, dann kriegt der die mal dahin. Ja, und schon sind es 5 wieder weniger, ne? Gut, läuft. Ich könnte hier stehen bleiben und immer wieder einpacken, ne? So. 100. Einen hätte ich gerne noch. So, dann haben wir 200 da. Noch 6 davon. Aber die kommen nicht so schnell rum, ne? 1er. 1er ist da. Ist hier in der Kiste. Weiß ich auch nicht. Da gibt es wieder einen Angriff. Nicht so schön. Und da jetzt keine Munition mehr kommt, haben wir Kupferprobleme, ne? Noch 2. Komm schon. 1 und 2. Die nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir nochmal, was im Wagen los ist, oder? Wie wir sind. Zwei, vier, eins, eins, zwei, zwei. Noch genau 300 panzerbrechende Munition. Ja. Die Eisenplatten sind momentan wohl die meisten. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, dass wir auf jeden Fall das austauschen, damit wir die Eisenplatten da auf jeden Fall hier in dem Ding drin haben, ne? Das passt dann schon. So. Und panzerbrechende Munition haben wir. Stahlträger sind dann das nächste. Die machen wir da auch noch rein. Warte mal, das ist auf dieser Seite zu lösen. Nee, das war jetzt verkehrt. Dann haben wir die, sag schon, Stahlplatten bei uns drinne. Und der Rest ist hier. Eisenplatten brauchen wir noch über 500. Haben wir auch noch keine eingesammelt. Können wir natürlich auch machen, da sind wir noch im Umlauf gerade, ne? Also nur 300, panzerbrechende Munition. Ich bin noch im Auto. Aussteigen. So, 300 panzerbrechende Munition. Aber hier kommt nichts mehr rum, oder? Irgendwas fehlt da. 8 Stück sind es mal gerade. Das heißt, wir haben einen Kupfermangel wahrscheinlich, oder? Nicht nur Kupfer. Es ist auch keine Kohle mehr da, weil hier irgendwie was kaputt gemacht worden ist. Okay, da haben die es so weit runter geschafft. Respekt. Rotate. Okay. Und so. Jetzt läuft die Kohle auch wieder, ne? Dann hört das Blinken hier unten auf. Ja, kriegen alle wieder. Okay, läuft. Was macht die Stahlkiste? 26. Und da unten. Aha, Munition ist knapp. Stahl ist schon besser. Bin jetzt am Überlegen. Wir können mal hier einfach aufsammeln. Eine ganze Ecke. Stahlplatten mitnehmen.
So. Und dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Nochmal ins Auto. Und, ah, das war nicht viel, aber auch über 100. Gut. Stahlplatten hier rein, die sind da. Die möchte ich aber gerne da, da haben, damit das einigermaßen ordentlich aussieht. Gut. Ja, Zug ist bestimmt leer, oder? Ja. Dann lassen Sie noch mal hochfahren und wir holen noch mal Kupfer, würde ich sagen. Irgendwie kommt es mir vor, als ob das schlechter ist mit unserer Versorgung hier, als ob die da oben diese Viecher häufiger angreifen oder extremer angreifen. Schon wieder Angriff da oben wohl, ne? So. Da können wir bis zum Ende vorfahren. Da ist nichts drin, ne? Da auch nicht. Es ist immer nur in der ersten Kiste was drin, ne? Und das können wir auch so mitnehmen. Ja. Jetzt ist die Frage, haben wir einen Erzförderer mit? Nein, haben wir nicht. Können wir noch einen bauen? Das ist einer, oder? Erzförderer. Nee, Elektrobauteile würden uns fehlen. Kupfer ist, glaube ich, auch nicht gerade da. Wir könnten überlegen, oben einen abzubauen. Nee, das war die falsche Taste. Da müssen wir hin. So. Nee, so rumfahren, ne? Könnten da oben einen abbauen, ne? Dann können wir da einen mehr hinstellen. Und stopp. Da kann ich nicht lang laufen, sehe ich gerade. So, da haben wir einen. Die wartet nur darauf, dass ich komme, sozusagen, ne? Rechts wird auch wieder angegriffen, sieht man hier auf der kleinen Karte, ne? Das nehmen wir noch mit. Mehr geht nicht. Aber alles gut. Wie viel muss da noch rein? Ein bisschen. Okay, da kommen sie wieder und ah, man sieht, ne? Nicht wenig. Das sind nicht wenige, die da kommen. Voll. Und auf geht die Reise in die andere Richtung. Aber wir bleiben noch mal gerade hier, fällt mir ein, weil wir haben ja noch den Erzförderer mit dem Baum oder gerade mal besser noch auf. Oder greifen nicht gerade welche an, aber so ein paar Verteidigungslinien haben wir da ja auch, ne? Da ist nicht kein Strom. Dann fehlt uns wahrscheinlich gleich noch, ich sag schon, der Strom da. Ah, da oben ist ein Mast in der Mitte. Aber das würde auch nicht reichen. Shit. Das passt. Drehen, drehen, drehen. Das passt auch. Und jetzt fehlt uns ein Strommast, ne? Da fehlt uns Holzbohlen und Kupferkabel. Die müssen wir dann noch mitnehmen beim nächsten Mal. So, fahren wir.
Ja. So, da aussteigen, runtergehen, einmal an die Kiste, alles auspacken. Das läuft und wir brauchen Holzbohlen und Kupferkabel. Ich glaube, hier in der zweiten Kiste war ein Kupferkabel, oder? Genau. Jetzt nochmal da reingeguckt. Geht nicht, da fehlen die Holzbohlen. Die kann ich aber wo produzieren? Da? Ja. Baumstämme fehlen mir da. Hat man nicht irgendwo Baumstämme? War das hier drin in der Kiste? Nee, das waren Motoren. Aber ich meine, es waren irgendwo auch Baumstämme drin, ne? Vertue ich mich da erstmal hier reingucken. Da sind die Baumstämme. Und zwei davon. Und nee, da war's. Schon geht was. Okay. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, aber soll es für die Runde reichen? Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.